Hi Folks, Sonntag, 15 Uhr, Zeit für eine neue Ausgabe Bernie reagiert. Freut mich, dass ihr wieder so zahlreich am Start seid und euch mittlerweile diesen Termin fettrot im Kalender markiert habt. Es ist ja nun so, dass ich jeden Sonntag irgendwie auf was reagiere, wo ich der Meinung bin, ja, das ist ganz interessant, das ist relativ aktuell, vielleicht sogar direkt an diesem Tag noch passiert. Aber ich würde euch tatsächlich sehr gerne noch mehr mit in dieses Format mit einbeziehen. Und zwar soll das so laufen, dass wenn ihr im Laufe der Woche irgendwas seht, wo ihr der Meinung seid, das ist super spannend, da würde ich echt gerne mal wissen, was der Bernie dazu sagt. Wie reagiert der Bernie darauf? Was ist seine Meinung? Dann könnt ihr mir das natürlich sehr gerne zukommen lassen. Bei meinen Social-Media-Kanälen bin ich eigentlich immer die ganze Zeit erreichbar. Ob das jetzt Twitter ist, da könnt ihr mich antweeten. Ihr könnt mir eine Privatnachricht schicken. Ebenso bei Facebook, bei Instagram. Also gar kein Problem, schreibt mir da sehr gerne und ich würde sagen, wenn es irgendwie was Interessantes gibt, dann immer so bis allerspätestens Freitag, von Montag bis Freitag kann ja viel passieren, schreibt mir einfach, ich gucke es mir dann an und wenn das irgendwie was Relevantes ist und wenn das mich persönlich auch interessiert, wenn ich der Meinung bin, das passt auf den Kanal, dann kann ich darauf auf den Sonntag gerne mal reagieren. Fände ich cool, wenn ihr euch da so ein bisschen mehr mit einbringt und mir da auch ab und zu mal einen Vorschlag schickt. Warum denn eigentlich nicht? Denn ich möchte euch da halt, wie gesagt, viel mehr mit einbinden. Alarm! Alarm! Heute geht's bei Bernie reagiert um eine Serie tatsächlich, die ich gestern für mich nicht nur entdeckt habe, sondern tatsächlich direkt durchgesuchtet habe, was ja auch auf jeden Fall schon mal darauf schließen lässt, dass es eine Serie war, die mir gefallen hat. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal spoilern. Und zwar geht es um die Amazon Prime Serie Upload. Das Ganze hat aktuell in der ersten Staffel 10 Folgen. Jede Folge geht 30 Minuten. Und da war am 1. Mai die Erstausstrahlung. Ist also noch tatsächlich ziemlich neu. Wer das von euch noch nicht gesehen hat und wer das noch nicht kennt, der ja, kann sich ja jetzt hier auf jeden Fall mal meine Meinung anhören. Ich würde aber vorsichtig sein, denn es wird mit Sicherheit den ein oder anderen kleinen Spoiler geben, weil es ansonsten ziemlich schwierig für mich wird, so meine Eindrücke von dieser Serie wiederzugeben. Worum geht's denn überhaupt bei Upload? Also Upload spielt im Jahr 2033, wo sich Menschen in ein ausgewähltes Leben nach dem Tod hochladen lassen können. Das heißt, wenn ihr also irgendwie, keine Ahnung, einen Unfall hattet oder so, dann könnt ihr euch quasi in eine virtuelle Welt, in einen virtuellen Himmel hochladen lassen. Das Ganze ist hier dem Hauptdarsteller Nathan tatsächlich passiert. Der ist nämlich bei einem Autounfall quasi ums Leben gekommen und wird dann ins sogenannte Lakeview, also das ist seine Version des Jenseits, des Himmels, hochgeladen und er hat dann halt in dieser Serie quasi seinen persönlichen Mitarbeiter, in dem Fall ist es eine Mitarbeiterin, die sich dann halt einfach Engel schimpft. So. Und die Serie begleitet einmal Nathan, wie er sich halt daran gewöhnen muss, in Lakeview, in seiner Version des Himmels klarzukommen. Natürlich auch irgendwie darauf klarkommen, dass er nicht mehr wirklich was mit seinen Angehörigen, mit seinen Freunden zu tun hat, dass er von denen getrennt ist. Und er muss sich irgendwie natürlich auch mit dieser Nora, das ist nämlich sein Engel, muss er sich auseinandersetzen. Und zwischen den beiden kann man sagen, entwickelt sich auch auf jeden Fall eine ziemlich spezielle Beziehung. Für wen ist denn diese Serie eigentlich überhaupt etwas? Also ich persönlich würde sagen, dass jeder, der irgendwie so ein bisschen was für Technik übrig hat, so ein Technik-Nerd ist oder ein genereller Nerd ist, ein VR-Fan und ein Gamer. Also so für diese Gruppe ist diese Serie definitiv irgendwas und geht halt auch einfach mal komplett anders mit diesem Thema Tod um. Finde ich ziemlich spannend, dass man halt also quasi tot ist,
aber dann in einem virtuellen Himmel weiterlebt. In diesem virtuellen Himmel ist natürlich nicht irgendwie alles umsonst, so nach dem Motto, ja, da, hier könnt ihr jetzt einfach mal rein und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Nein, das ist natürlich, wie gesagt, nicht kostenlos. Das ist quasi wie bei einem, man kann fast sagen, wie bei einem Free-to-Play-Game, wo man sich dann die ganzen Sachen dazu kaufen muss. Ob das jetzt irgendwie das Frühstück ist, ob das jetzt irgendwelche Lebensmittel, wenn man was Besonderes haben möchte, sind und so weiter und so fort. Irgendwelche Aktivitäten wie Bowling, Billard und. Ja, das kostet selbstverständlich alles Geld. Und es gibt halt einfach so ein paar Szenen in dieser Serie, die ich sehr, sehr cool fand. Ich habe da jetzt mal so ein bisschen was rausgepickt. Unter anderem ist da ein Junge, der spielt mit einer angestellten KI. Also in diesem Himmel sind es halt Angestellte, es sind halt künstliche Intelligenzen. Und er spielt halt einfach mal gegen so eine künstliche Intelligenz Street Fighter im Game-Modus. Also das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool gemacht. Dann gibt es unter anderem in diesem Lakeview virtuellen Himmel gibt es einen grauen Bereich. So, ich sag mal, ja, es gibt halt einen verbotenen Bereich, wo man dann irgendwelche illegalen Sachen kaufen kann, heimliche Videoaufnahmen und Daten von anderen und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall auch sehr cool umgesetzt. Man kann aber maximal nur irgendwie eine Stunde in diesem verbotenen Bereich verbringen, weil sonst wird man, so habe ich das jedenfalls verstanden, gelöscht. Dann auch sehr cool, dass diese Welt, also Lakeview, im Verlauf dieser Serie ein Update bekommt. Das haben sie auch ziemlich geil, umgesetzt, auf jeden Fall. Und man kann in dieser Serie halt für seinen Engel, was dann quasi so, ich will nicht sagen, Angestellter klingt so ein bisschen doof, eher so sein eigener Berater, den da jeder, der da bei in diesem Lakeview-Himmel ist, quasi hat. Da kann man dann so gesehen Sterne vergeben. Also wenn man jetzt seinen Engel quasi ruft und hat irgendein Anliegen und ja, dann kann man halt von 1 bis 5 Sterne vergeben. Irgendwie ziemlich cool gemacht. Es ist halt einfach mal, wie schon gesagt, eine ganz andere Herangehensweise, mit diesem Thema Tod umzugehen. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Mir hat das so gut gefallen, dass ich halt gestern direkt komplett die ganze Serie am Stück durchgesuchtet habe. Daumen hoch dafür und deswegen hoffe ich auch tatsächlich, dass viele das genauso sehen wie ich. Und Amazon Prime tatsächlich auch eine zweite Staffel rausbringt, denn das Ende ist ein absoluter Cliffhanger. Da sind noch sehr, sehr viele Fragen offen, aber das seht ihr ja dann, wenn ihr euch die Serie selber mal reinziehen solltet. Ist das was für euch oder sagt ihr, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf, das interessiert mich überhaupt nicht? Eure Meinung dazu wird mich auf jeden Fall interessieren. Vielleicht gibt es ja tatsächlich auch schon den einen oder anderen da draußen, der die Serie gesehen hat. Dann auch gerne mal dazu eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht ein Abo dagelassen habt, dann könnt ihr das auch gerne tun. Dann verpasst ihr in Zukunft nichts. Und wenn ihr immer noch nicht genug von mir bekommt, ja kommt, dann gibt es hier unten noch meine letzten beiden aktuellen Videos. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao, ciao. Euer Bernie81. Tschüss.